Weit ist man gekommen, wenn man Höcke zitieren kann. Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Die Aussage Bodo Ramelows, dass er Jobverluste infolge von Sanktionen für vertretbar halte, sind skandalös. Die realitätsferne, antideutsche Haltungspolitik des Ministerpräsidenten setzt zahllose Existenzen aufs Spiel und gefährdet den sozialen Frieden im Freistaat. Wir fordern zur Sicherstellung einer bezahlbaren Energieversorgung die Senkung der Mehrwert-, Strom- und Mineralölsteuer, die Abschaffung der CO2-Steuer sowie die Sicherstellung der Erdgasversorgung, zumal die Lieferverträge mit Russland bis 2030 Bestand haben. Ergänzend dazu ein mir auch persönlich bekannter Facebook-Freund Jochen Lücke, eindeutig ein Linker, er kümmert sich in Stralsund auch um die Pflege des Ernst-Thälmann-Denkmals, direkt an der Sundpromenade. Die Kriegsgefangenen aus Mariupol wurden unter anderem eindeutig anhand von Tätowierungen als Faschisten identifiziert, daran gibt es nichts zu rütteln. Es wird zwar auch hier erwähnt, aber darüber hinweggegangen. Das sagt viel aus über das System, in dem wir uns bewegen. Mögen diese als Kriegsgefangene angemessen behandelt werden, ganz so, wie es damals vor dem Nürnberger Tribunal geschah. Ergänzend, erschreckend, wie leichtfertig man den Neofaschismus gerade wieder hoffähig zu machen versteht. Dem gegenübergestellt ist man fast schon geneigt, die AfD als Sozialisten wahrzunehmen. Hierauf habe ich ihm geantwortet. Die klassischen Konservativen. Aber erinnern wir uns an die klassischen DDR-Fünfteiler im Fernsehen, Krupp und Krause oder auch Hans Beimler. Gab es da nicht auch immer das Rollenbild des nicht-kommunistischen Antifaschisten? In einem Film überragend von Herbert Grosse dargestellt. Er spielte einen Adligen, der die Nazis verachtete, ob ihre Rohheit und Kulturlosigkeit. Im anderen war es Norbert Christian. Der Priester, der Beimler, Unterschlupf gewährte. Tja, diese Rollenbilder entstehen mit dem eigentlichen Subjekt nun auch wieder. Mittwoch, der 25. Mai 2022. Ein interessantes Rollenbild ist mir der alte Politiker, der, der nichts mehr zu verlieren hat. Zum Beispiel der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, der Friedensnobelpreisträger, hat laut der Daily Mail vorgeschlagen, dass die Ukraine Gebiete an Russland abgeben solle, um den Krieg zu stoppen. Es gebe nur ein kleines Zeitfenster, um den bewaffneten Konflikt in der Ukraine zu beenden und eine Friedenslösung zu finden, sagte der ehemalige US-Außenminister auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Zitat, die Friedensverhandlungen müssen in den nächsten 2 Monaten beginnen, bevor der Krieg zu Umbrüchen und Spannungen führt, die nicht leicht zu überwinden sind. Würde der Krieg über diesen Punkt hinaus fortgesetzt, ginge es nicht mehr um die Freiheit der Ukraine, sondern um einen neuen Krieg gegen Russland selbst. Der Ex-US-Außenminister erinnerte daran, dass er beim Ausbruch der Ukraine-Krise durch einen bewaffneten Staatsstreich in Kiew vor 8 Jahren dafür eingetreten sei, dass die Ukraine ein neutraler Staat und eine Brücke zwischen Russland und Europa und nicht eine Frontlinie von Gruppierungen innerhalb Europas werden sollte. Stattdessen habe Kiew die Mitgliedschaft in der NATO als strategisches Ziel verfolgt und damit den Weg für die aktuellen Feindseligkeiten geebnet. Die Gelegenheit, für die er damals geworben habe, bestehe heute nicht mehr, aber sie könnte immer noch als Endziel angesehen werden. Er warnt vor weiteren Eingriffen des Westens in den Ukraine-Krieg. Seit mehr als 4 Jahrhunderten sei Russland ein wesentlicher Teil Europas und die europäischen Staats- und Regierungschefs dürften die langfristigen Beziehungen mit dem Land nicht aus den Augen verlieren, da sie sonst riskierten, dass sich Russland endgültig von Europa abkehren und in ein dauerhaftes Bündnis mit China treten könnte. Kissinger hat die Erfahrung von 98 Lebensjahren. Auf der gleichen Bühne sprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, noch im Amt. Wir mobilisieren unsere gesamte wirtschaftliche Macht. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Nicht in Davos, aber dennoch zitierfähig, Sergei Lavrov, der Außenminister der Russischen Föderation. Wenn der Westen etwas zur Erneuerung der Beziehungen mit Russland vorschlagen will, werden wir ernsthaft prüfen, ob wir das wirklich noch brauchen oder eher nicht. Die Berliner Zeitung berichtet vom Star-Investor George Soros. Auch dieser weilt in Davos. 91 Jahre ist er alt. Er sieht gravierende Folgen, falls wegen des Kriegs in der Ukraine andere Krisen wie der Klimawandel zurückstehen. Er meint, dass unsere Zivilisation möglicherweise nicht überleben wird. Natürlich kritisiert er den russischen Präsidenten Putin. Deutschlands Wirtschaft müsse neu ausgerichtet werden, sicher ohne russisches Gas, und das wird lange dauern. Wie viel Soros Wirken zur jetzigen Situation beigetragen haben könnte, reflektiert die Berliner Zeitung nicht. Immerhin befasst sie sich ausführlich mit einer anderen Person, mit Julian Assange. Dieser sterbe einen Tod in Raten. Wenige Medien, auch die, die anfangs von seinen Enthüllungen profitierten, helfen ihm. In den USA drohen Assange 175 Jahre Haft.
für die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Jahr 2010. Eine Berufung gegen die Auslieferung wurde abgewiesen. Reporter ohne Grenzen und der Deutsche Journalistenverband kritisierten diese Entscheidung scharf. Assange habe US-Kriegsverbrechen aufgedeckt, im Irak zum Beispiel. Er verdiene einen Orden und nicht eine lebenslange Haftstrafe. Die Täter, nicht er, sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Auch 37 Bundestagsabgeordnete fordern einen Stopp der Auslieferung. Sie hätte einen abschreckenden Effekt auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Dabei kämen laut Nils Melzer, UN-Sonderbeobachter für Folter, im Fall Assange rechtliche und politische Mittel zum Einsatz, die bei anderen Fällen undenkbar wären. Immerhin, so kommentiert Mieke Fröhling in der Berliner Zeitung, erhielt Julian Assange jetzt den Günter-Wallraff-Preis. Naja, Karl von Ossietzky wurde auch im Konzentrationslager besucht. Schalten wir zu einer Berliner Mainstream-Quelle. Im Prinzip von einer zur anderen. Von der Berliner Zeitung zu TV Berlin. Das ist ein kommerzieller Ballungsraumsender unter dem Motto Fernsehen von Berlinern für Berliner. Sitz ist Tempelhof Schöneberg. Zu sehen im Kabel Berlin und Brandenburg. Hier kam in einer Talkshow zu Wort Hans-Georg Maaßen. Auch ein ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Putin ist zwar eiskalt und rücksichtslos, aber so habe ich die russischen Geheimdienstchefs eingeschätzt. Sie sind rational und kann sie in gewisser Hinsicht berechnen. Und Putin hat in der Vergangenheit eigentlich immer gesagt, was er tut. Und wir haben es nicht ernst genommen. Er hat relativ klar gesagt, für ihn ist es nicht akzeptabel und ist auch bereit, Militär einzusetzen. Ich will damit sagen, man muss sich einfach darauf einstellen, dass er auch das Undenkbare denkt und dass er auch bereit ist, das einzusetzen. Das ist Nuklearwaffen. Also ich bin der Meinung, der Mann blufft nicht, sondern er macht hier klar deutlich, dass er auch bereit ist, diesen Weg zu gehen, dass Russland diese unglaubliche Zahl an Nuklearsprengköpfen nicht als Attrappen in den Militäreinrichtungen stehen hat, sondern dass er auch bereit ist, die einzusetzen, wenn essentielle nationale russische Interessen berührt sind. Das müssen wir einfach im Kopf haben. Soweit so klug, Hans-Georg Maaßen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die sich auf der richtigen Seite wähnen, groß die Nazi-Keule in der Hand haben. Für mich ist das Publizieren der Äußerung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz auch Ausdruck der Achtung des Amtes und natürlich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Wer das nicht versteht, sollte seine eigene Haltung zum Staat kritisch überdenken. Nötig ist Selbstreflexion und immer das Betrachten der beiden Seiten. Für den medial aufgebauten rassistischen Russenhass sehe ich da aber kaum Chancen. Dann aber bleibt nur die Katastrophe. Hoffnung spenden derzeit die kritischer berichtende New York Times. Sie schreibt mittlerweile, die Idee, die Ukraine könne den Krieg mit westlicher Unterstützung gewinnen und am Ende in den Grenzen von vor 2014 dastehen, sei eine gefährliche Illusion, von der man sich schnellstmöglich verabschieden sollte. Die Nachdenkseiten greifen das auf, der Autor Jens Berger. Im März verkündete die New York Times noch das Gegenteil. Im November sind in den USA Wahlen und man hat anscheinend Angst davor, dass die Republikaner von den Folgen des Krieges profitieren. In den USA kippt diesbezüglich die Stimmung. Der Artikel erschien im Editorial Board. Das ist im Guten wie im Schlechten eine Institution im US-Journalismus. Hier sind die einflussreichsten Redakteure und Kommentatoren des Blattes vertreten. Man beklagt, dass es den USA an einem klar definierten und realistisch zu erreichenden Ziel fehle. Diese Ziellosigkeit würde die Gefahr mit sich bringen, sich in einen langen Krieg hineinziehen zu lassen, der hohe Kosten mit sich bringt und die Sicherheitslage in Europa gefährdet. Auch erwähnt, und zwar auf web.de, das russische Komikerduo Vovan und Lexus. Das auch von mir bereits erwähnte Telefonat mit George W. Bush. Ausgegeben hatten sie sich die Telefonscherzkekse als Volodymyr Zelensky. Bush plaudert unter anderem, er sei während seiner Amtszeit für einen EU- und NATO-Beitritt der Ukraine gewesen und die Mission der ukrainischen Armee im aktuellen Krieg sei, so viele russische Soldaten wie möglich zu vernichten. Web.de nennt das Duo Vovan und Lexus staatsnah, was, wenn Sie mich fragen, zum Inhalt nichts aussagt. Verzichten tut der Web.de-Bericht auf das Thema Biowaffenlabore in der Ukraine. Aber sagen wir mal, besser als nichts. Ungarns Ministerpräsident Orbán ruft den Ausnahmezustand für sein Land wegen der Ukraine-Situation aus. Laut Springers Welt verzichtet Gerhard Schröder auf die Nominierung für den Gazprom-Aufsichtsrat. Laut Präsident Zelensky sind die ukrainischen Truppen im Donbass in einer schwierigen Lage. Es berichtet die ARD, von Raketen getroffen Saporischschja. Russland öffnet heute einen Korridor zum Schwarzen Meer, damit Schiffe den Hafen von Mariupol verlassen können.
Das Ministerium für Staatssicherheit der Luhansker Volksrepublik hat die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen einen Mitarbeiter der OSZE-Sonderbeobachtungsmission in Luhansk gemeldet. Er soll Daten über die Einheiten der Volksmiliz der Republik für US-Geheimdienste gesammelt haben. Der Leiter der Donetsker Volksrepublik, Puschilin, erklärte gestern: Unsere Hauptaufgabe ist es, dass ein Tribunal mit größtmöglicher Öffentlichkeit abgehalten wird und so transparent wie möglich ist. Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen von den Verbrechen der Neonazis wissen, die nicht hinnehmbar sind. Das Tribunal werde derzeit in enger Abstimmung mit den russischen Dienststellen ausgearbeitet. Mit einem interessanten Thema macht der MDR auf. Es geht um die Zeit von Wladimir Putin in Dresden. Er sollte von Dresden aus die Bundesrepublik ausspionieren, doch auch er selbst wurde ausspioniert. Der BND hat in der Residentur eine Quelle gewinnen können. Für westliche Medien fast ein revolutionärer Bericht, weil man im Großen und Ganzen ja den Eindruck hat, dass es nur die Staatssicherheit als einzigen Geheimdienst auf deutschem Boden gab. Hier gab es dann immerhin den BND, der in Dresden wirkte. International: Nordkorea feuert zu Joe Bidens Abreise aus Südkorea Raketen ins Meer. Kritisiert wird China für angebliche Umerziehungslager, in denen das Land etwa 1 Million Uiguren interniert haben soll. China weist die Vorwürfe zurück. Eine Meldung aus dem Land, dem unsere Politik bedingungslos nacheifert. Bei Schüssen an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 19 Kinder getötet worden. Auch 2 Erwachsene kamen bei dem Amoklauf ums Leben. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten erschossen. Präsident Biden forderte schärfere Waffengesetze, wie all seine Vorgänger in den letzten 200 Jahren. Moldawiens Ex-Präsident wurde verhaftet. 7-Tage-Inzident 281.8, in Deutschland, Österreich 218.9. Bundesgesundheitsminister Lauterbach fordert auf dem Ärztetag in Dresden: Um eine Ausbreitung der Affenpocken einzudämmen, sollen Infizierte generell eine Quarantäne von mindestens 21 Tagen empfohlen werden. Boris Reitschuster zitiert angeregt den Tagesspiegel. Zitat: Bei Gesundheitsminister Lauterbach finden sich kaum Anzeichen einer fundierten akademischen Vergangenheit. Auf was kann sich die akademische Autorität, die Lauterbach wie eine Monstranz vor sich herzutragen pflegt, berufen? Der Tagesspiegel zitiert einen alten Weggefährten Lauterbachs. Er war eher Wissenschaftsmanager, kein Wissenschaftler im klassischen Sinne. Und das altbekannte Zitat seines Amtsvorgängers Jens Spahn fehlt auch nicht. 2009 sagte er über Lauterbach: Was Herrn Lauterbach angeht, präferiere ich ihn einfach zu ignorieren. Seine Bedeutung und sein Einfluss auf die tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok zu seiner öffentlichen Bekanntheit. Die Freie Presse berichtet aus Jahnsdorf. Bei einer Polizeikontrolle an der A72 hat sich ein 61 Jahre alter Autofahrer mit einem DDR-Pass ausgewiesen. Das Nummernschild zeigte nach der Ortskennung die Buchstaben DDR. Die Beamten ließen sich Papiere zeigen. Eine Zulassung für den VW konnte der 61-Jährige nicht bieten. Der Wagen war auch nicht versichert. Als Ausweis zeigte er den DDR-Pass. Der Mann muss sich nun wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Das Ganze in der Nähe von Chemnitz bzw. Karl-Marx-Stadt. Vom westlichen Scheinriese schreibt Dagmar Henn. Sie erinnert sich an die Worte von Olaf Scholz: Monatelang und sorgfältig seien die Sanktionen gegen Russland vorbereitet worden. Das setzt aber voraus, dass man schon monatelang vom Krieg wusste. Sehr vielsagend. Aus dem Text von Henn: Je mehr Details über die Folgen der Sanktionen für die westliche Ökonomie bekannt werden, desto stärker zweifelt man am Verstand derjenigen, die diese Pakete geschnürt haben. Noch schlimmer werden diese Zweifel, wenn man bedenkt, dass die ganze Abfolge der Ereignisse einschließlich der russischen Militäraktion so insbesondere von den USA beabsichtigt war, also hier niemand in irgendeiner Form überrascht wurde. Im Gegenteil, im Verlauf der letzten 8 Jahre wurde immer wieder versucht, eine russische Reaktion zu erzwingen, um einen Anlass für Sanktionen und die Art von halbverdecktem Krieg zu finden, den die NATO jetzt führt. Sie beschreibt die Probleme eines Mangels an Energie oder Erdgas, Düngerproduktion, Beton, Glas- und Stahlerzeugung, aber auch Elektronik, zum Beispiel bei Autos. Die Ursachen dafür, dass die Folgen solcher Sanktionen gegenwärtig selbst beim besten Willen gar nicht berechnet werden könnten, liegen tiefer und haben mit den Umgestaltungen zu tun, die in den letzten Jahrzehnten bei Unternehmensstrukturen wie Produktionsabläufen stattfinden. Bis in die 80er Jahre hinein hatte es bei großen Konzernen die Bestrebung gegeben, die gesamte Lieferkette unter eigene Kontrolle zu bringen. Sprich, dass von der kleinsten Schraube bis zum fertigen Produkt alles innerhalb einer Firma gefertigt wurde. Dann änderte sich die Strategie.
Zum einen wurde es Mode, unter anderem, um durch das Verschieben von Geld von einem Teil in den anderen Steuern zu sparen, alles in viele kleine Unterfirmen aufzuteilen, also die Gebäude in der einen GmbH, die Beschäftigten in einer weiteren, die Lagerhaltung in einer dritten unterzubringen etc. Gleichzeitig wurde das, was in den Jahrzehnten zuvor eingesammelt worden war, wieder nach außen verlagert und nur noch die letzte Phase der Produktion im eigenen Unternehmen gehalten. Das ermöglichte es, die Produktion von Vorprodukten in Billiglohnländer zu verlagern. Sie nennt ein Beispiel Kabelbäume für die Automobilproduktion. Diese wurden in der Ukraine gefertigt, fallen jetzt aus. Sie beschreibt die Anfälligkeit von Transportwegen. Die ganze Just-in-Time-Ideologie ist, auch wenn sie historisch die Umsetzung der Logistik des Zweiten Weltkriegs in die Wirtschaftsabläufe ist, eine Schönwetterstruktur, die voraussetzt, dass der ganze Bereich der Logistik reibungslos funktioniert. Ein weiteres Problem, das sich bemerkbar machen wird, ist, dass die Kontrolle über die Produktion immer auch Kontrolle über die Information bedeutet. Im alten Modell, als Produktionsabläufe integriert wurden, hätte die jeweilige Firma jederzeit gewusst, welche spezifischen Rohstoffe und Kleinteile erforderlich sind. Bei weltweit verteilten Produktionsabläufen in jeweils eigenen Strukturen werden diese Informationen aber nicht mehr gebündelt und damit ist am einen Ende gar nicht mehr bekannt, welche Ereignisse am anderen Ende einen Stillstand auslösen können. Auch hat die Strategie dazu geführt, dass im Zulieferbereich Monopole entstanden sind. Es gibt einzelne Lieferanten, deren Ausfall ganze Branchen zum Stillstand bringt. Als Beispiel nennt sie Europaletten. Da fehlt es derzeit an Nägeln. Sie fragt, glaubt ernstlich jemand, dass bei der Erarbeitung der Sanktionen irgendjemand an einen Mangel an Europaletten gedacht hat? Ohne diese funktioniert aber weder Lagerhaltung noch Transport. Soll jemand auf ein Hochregal klettern und die Waren herunterwerfen? Selbst wenn es machbar wäre, das dafür erforderliche Personal gäbe es nicht. Die ökonomische Ideologie der letzten Jahrzehnte verfolgte vor allem ein Ziel, jede Redundanz aus dem System zu entfernen, im Bereich der Produktion, nicht dem der Verwaltung. Redundanzen sind aber stabilisierend. Des Weiteren befasst sie sich mit der Vergleichbarkeit von Währungen. Sie schließt, dass es seit den 70er Jahren gelungen ist, die Krise der realen Produktion durch das Erzeugen immer größerer Blasen hinauszuschieben, ändert nichts an der Tatsache, dass all diese Blasen letztlich nur mit Luft gefüllt und alle Zahlen, die auf diesen Blasen beruhen, notwendigerweise falsch sind. Sie kommt zum Kinderbuchautor Michael Ende und zu seinem Buch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Da gibt es die Figur des Scheinriesen. Aus der Ferne wirkt er gigantisch, aber er wird immer kleiner, je näher man ihm kommt. Die Ökonomie des Westens ist schon lange ein Scheinriese. Jetzt steht dieser direkt vor einem Spiegel und muss erschüttert erkennen, wie klein er ist. Heute im Süden Regen, im Norden Wind. Ab und an Sonne, die nächsten Tage mehr Wolken, Regen. Es wird kühler. Alternative Music.